jetzt bei RFH aktuell am Donnerstag. Das sind unsere Themen heute. Gut besucht, trotz großer Hitze, das Blankenburger Altstadtfest. Das 22. Harzer Landwirtschaftsfest. Bauernmarkt und Rasseschau zum Miterleben. Kunsthistorische Schätze kehren zurück in die Domstadt. Bedeutende Schenkung für das Städtische Museum. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Gut besucht, trotz großer Hitze, das Blankenburger Altstadtfest. Von Freitag bis Sonntag feierten die Blankenburger ihr Altstadtfest. Organisiert wurde es wieder in Eigenregie. Das heißt, der Tourismusbetrieb hatte den Hut auf und wurde unterstützt vom technischen Eigenbetrieb und der Stadtverwaltung. Der Spielmannszug aus Hasselfelde sorgte, wie im vergangenen Jahr, für den passenden Rahmen während der Eröffnung. Bürgermeister Heiko Breithaupt wurde in diesem Jahr nicht von der Blütenkönigin Anne die Erste begleitet, die ihren Abiball hatte, sondern von der Grasekönigin Lisa Bode und natürlich von Welfi, dem Maskottchen, das aufgrund der Hitze den schwierigsten Job zu versehen hatte. Die Bürgermeisterin der Partnerstadt Herdecke, Katja Strauß-Köster, war ebenfalls, begleitet von den Symbolfiguren der Stadt, der Stiftsdame und dem Sackträger, zur Eröffnung gekommen. Das Altstadtfest 2019 ist eröffnet. Schön, dass ihr da seid. Auf tolle Tage in Blankenburg. Ein Fassanstich ist in Herdecke zur Maiwoche Tradition. In diesem Jahr war das allerdings eine Bierdusche. Bürgermeister Heiko Breithaupt wollte diese Zeremonie auch in Blankenburg einführen und bat die Bürgermeisterin um Amtshilfe. Und eins. Da läuft noch nichts. Feuchtfröhlich war es auch an den anderen Tagen. Wir haben eine sehr hohe Teilnehmerzahl. Das Wetter spielt richtig gut mit. Und ich glaube, der Höhepunkt war am gestrigen Samstag die SAW-Party mit den SAW-Dancern. Und da war hier der gesamte Tummelplatz richtig stoppenvoll, wie man sagt. Und darauf sind wir stolz. Die haben hier dem Publikum richtig eingeheizt. Sind die Sachen vom Bier wieder getrocknet? Ja, im Wesentlichen schon. Wir werden mal schauen, wie der nächste Fassanstich wird. Aber ich höre gerade, jetzt werde ich auf die Bühne gerufen. Mein Bürgermeister. Wir werden den Tag der Blankenburger wiederholen. Und ich werde mich mit unserem Bürgermeister nochmal duellieren. Was wir da genau machen, das wird dann sicherlich in den sozialen Medien und in den Zeitungen bekannt gegeben. Also du meinst, schlägst dem Heiko eine Wette vor? Ja. Vielleicht könnt ihr ja beide Seil springen. Wer am meisten schafft, hat die Wette gewonnen. Ist ja nur ein Vorschlag. Wir gucken mal. Also wir werden es wieder aufleben lassen. Ich würde mal sagen, wir beide machen mal einen Startschuss. Stefan, dann sage ich, top, die Wette gilt. Top, die Wette gilt. Hast du mal einen Applaus wert. Vereine, Musikgruppen, zahlreiche Verkaufsstände und verschiedene Aktionen für Kinder gestalteten die Innenstadt bunt und abwechslungsreich. Und das alles ohne Eintritt. Natürlich ist so etwas nur durch zahlreiche Sponsoren möglich. Die Blankenburger Stadtwerke gehörten zu den Hauptsponsoren des Festes und waren außerdem als Energieversorger mit einer Gasstrecke für Kinder vertreten. Mit unserem Beratungsmobil sind wir wieder zum Altstadtfest vertreten und mit den Mitarbeitern. Wir haben
bei Bedarf Beratung, Energieberatung, unser Glücksrad, wo wir viele tolle Preise auch mit hatten. Dann haben wir noch unsere Erdgaspipeline dieses Jahr. Voriges Jahr hatten wir die Stromspielstraße. Dieses Jahr die Erdgaspipeline, wo die Kinder, ich sage es mal so, diesen Erdgastransport mal nachsimulieren konnten. Mit Luft natürlich nicht, also kein Erdgas drin, aber mit Luft über Bälle. Mal gucken, wie man schiebern kann und wie das Gas eben in das Haus kommt. Also verschiedene Attraktionen, die eigentlich das Fest bereichern konnten. Und natürlich waren wir auch Teilnehmer der Stadtrallye. Das heißt, wir waren auch eine Station für das Gewinnspiel, was gerade verlost wird, ja. Bauleiter Lorenz Müller hat schon Erfahrung mit der Gaspipeline gesammelt. Gas kommt aus der Erde, dann dreht man die, dann kommen die durch die Rohre und dann kommt da hinten wieder hin und dann holen die wieder die hier raus. Erdgas braucht man viel, wenn die Auto fährt oder für den Kochen, wenn man zum Beispiel Nudeln mit Tomatensauce oder zum Tanken. Das dreitägige Fest war wieder eine Bereicherung des kulturellen Lebens in der Innenstadt und hatte für alle Altersgruppen etwas zu bieten. Cochlins Amtskeller ist wieder für seine Gäste da. Das beliebte Betriebsrestaurant im Halberstädter Landratsamt ist nach umfangreicher Sanierung für jedermann geöffnet. Montags bis donnerstags von 7 bis 14 und freitags bis 13 Uhr. Genießen Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und ab 11 Uhr ein hochwertiges, frisch zubereitetes und abwechslungsreiches Mittagsmenü, das Sie im modernen Restaurant in angenehmer Atmosphäre verzehren oder mit nach Hause nehmen können. Hier kocht der Chef für Sie persönlich. Und das alles zu einem sehr fairen Preis. Cochlins Amtskeller wünscht Ihnen einen guten Appetit. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always honest, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure. Und zu Ihrer vorigen Frage, keine Sorge, dafür gibt es Hausbesuche. Mausbesuche? Klar, das geht auch in der Reha. Rehaare? Und für die erste Zeit danach hat er ja dann die Gehhilfe. Eine Gehhilfe, die Papa überall hinbringt. Und das macht alles die AOK? Wie auch immer Sie sich gesund werden vorstellen, wir beraten Sie gern. AOK, die Gesundheitskasse. Das 22. Harzer Landwirtschaftsfest. Bauernmarkt und Rasseschau zum Miterleben. Im Jahr 2019 geht das Harzer Landwirtschaftsfest in die 22. Runde. Somit wird der kleine Ortsteil Rheinstedt wieder ein Magnet für interessierte Besucher, ambitionierte Züchter und umfangreiche Aussteller. Ein wenig abseits der Hauptanlage können die Besucher bei einer Fohlenschau der Jury beim Bewerten über die Schulter schauen. Hier treten mehrere Züchter mit ihren jeweiligen Fohlen an und lassen ihre Jüngsten mal genauer unter die Lupe nehmen. Dabei treffen wir auf den Pferdesport- und Zuchtverein der Sekundarschule am Gröpertor aus Halberstadt, die gemeinsam mit der gegründeten Schülerfirma sich dem Wettbewerb stellen. Das Haflinger Fohlen Maya von der Stute Melody soll von den kritischen Augen der Jury bewertet werden. Dabei gibt es mehrere Faktoren, die in die Bewertung mit einfließen. Unter anderem die Bewegung, das allgemeine Aussehen und der allgemeine Eindruck des Wesens. Schon in den vergangenen Jahren brachte die Stute Melody tolle Fohlen zur Welt. Vorgestellt wurde das junge Haflinger Fohlen von Vanessa Hennig und Matthias Reichert. Trotz der sehr guten 42 Wertungspunkte
verpasste Maja nur knapp um einen halben Punkt das Treppchen. Und trotzdem ist Jörg Wenske, Vorsitzender des Pferdesport- und Zuchtvereins, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Neben einer Vielzahl von Pferden messen sich auch Rinder, Schaf, Hühner, Kaninchen und Taubenzüchter. Die rund 90 Aussteller auf dem Bauernmarkt bieten eine Vielfalt an regionalen Leckereien und spezielleren Angeboten. Diverse Infostände, die den Besuchern die Landwirtschaft noch näher bringen sollen, sind auch vorhanden. Die herrschende Hitze hielt eine Vielzahl von Besuchern nicht ab, über das weiträumige Gelände in Rheinstedt zu schlendern. Ein weiteres Highlight ist die große Technikausstellung. Hier treffen historische Erntehelfer auf die modernsten Maschinen der Landwirtschaft. Angefangen bei altertümlichen Dreschmaschinen bis hin zum Riesensprüher gibt es alles zu bestaunen. Das 22. Harzer Landwirtschaftsfest zieht wie in den vergangenen Jahren wieder sehr viele interessierte Besucher an. Die große Vielfalt an Tieren, gepaart mit der Abwechslung des Bauernmarktes und der großen Technikausstellung, ist ein echtes Erlebnis für die gesamte Familie. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Diesen Freitag, am 5. Juli, wird es gemäßigte Temperaturen und einen bedeckten Himmel geben. In den Morgenstunden ist es trübe und windig bei 14 bis 20 Grad. Bei 20 bis 22 Grad bleibt es mittags weiterhin wolkenbedeckt und luftig. Am Abend lässt der Wind nach, es bleibt jedoch wolkig bei 17 bis 20 Grad. Trotz bedecktem Himmel sinken die Temperaturen auf 13 bis 16 Grad über Nacht ab. Die Aussichten für den Samstag sind leicht bewölkt bei etwa 15 Grad. Kunsthistorische Schätze kehren zurück in die Domstadt. Bedeutende Schenkung für das Städtische Museum. Ein ganz besonderer Schatz kehrt zurück nach Halberstadt. Uwe Herbst, der Sohn des 1995 verstorbenen Professor Dr. Wolfgang Herbst, nahm im Frühjahr diesen Jahres Kontakt zum Städtischen Museum auf. Einige Stücke aus dem Nachlass seines Vaters weisen auf eine anhaltende, enge persönliche Verbindung zur Harzer Domstadt hin. Tja, das hängt damit zusammen, dass mein Vater gebürtiger Halberstädter ist und der hat die Sachen eben hinterlassen. Und vor kurzem ist meine Mutter auch gestorben und nun haben wir die Wohnung geräumt und dabei diverse Sachen festgestellt. Ja, und da haben wir uns gesagt, als ein alter Halberstädter, den zieht es immer wieder zurück nach Halberstadt und da kommen die Sachen dann hier in gute Hände und das hätte er auch gerne gewollt. Die zahlreichen, hochwertigen Gemälde mit Halberstädter Ansichten, darunter ein Ölgemälde von Walter Gemm sowie Radierungen von Erika Lahmann, zeigen, dass sich Professor Herbst als gebürtiger Halberstädter seiner Heimatstadt weiterhin verbunden fühlte und insbesondere Kontakt zum Städtischen Museum unterhielt. Er war hier geboren und die ersten Jahre auch hier aufgewachsen, war dann kurze Zeit hinterher wieder da, seine Mutter lebte noch hier und er war im Museum für Deutsche Geschichte, lange Zeit Mitarbeiter, dann Abteilungsleiter, Direktor und hatte auch ganz gute Verbindungen zum Halberstädter Museum und irgendwie sind wir dann zusammengekommen. Uwe Herbst ist nun mit seiner Frau Christina aus Dresden nach Halberstadt gekommen und überreicht neben den bereits genannten Stücken noch weitere Objekte aus dem Nachlass seines Vaters an das Städtische Museum.
Das freut Museumsdirektorin Dr. Antje Gornick besonders, da durch diese Schenkung die Sammlung des Städtischen Museums um wertvolle Objekte erweitert wird. Nach der Übergabe wurde das Ehepaar noch in das Magazin des Museums eingeladen, wo sämtliche Bilder gelagert werden. Dort befinden sich unter anderem Gemälde von Hasenpflug, Gleim und weiteren Künstlern, die ihre Werke in und um Halberstadt hergestellt haben. Die 17. Quedlinburger Dixieland und Swing-Tage. Impressionen vom Marktkirchhof. Ganz traditionell zum letzten Juniwochenende wird in der Harzer Welterbestadt geswingt. Bereits zum 17. Mal wird hier bei den Dixieland- und Swingtagen gejazzt, experimentiert und improvisiert. Ganz wie es sich für ein Jazzfestival gehört. Zahlreiche Musikfreunde aus ganz Deutschland und darüber hinaus haben ihren Weg nach Quedlinburg gefunden. Ein Erfolg, auf den die Stadt und ganz besonders der Organisator des Events, der Freundeskreis Quedlinburg Swingt, stolz sein können. Die Dixieland- und Swing-Tage haben sich zu einem wertvollen Schmuckstück kultureller Vielfalt der Welterbestadt Quedlinburg etabliert, das sich würdig in das Jubiläumsjahr 2019 einreiht. Rosa Xani, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ihr Elektronikpartner, seit 20 Jahren erfolgreich hier an diesem Standort in Quedlinburg. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. Die Spezialisten für Spitzentechnik mit persönlicher und individueller Beratung. Mein Service macht den Unterschied. EP Mediapark Schubinski. Ihr Partner für Haushalts- und Elektrotechnik in Quedlinburg. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige.
Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Hartsparkasse und Volksstimme laden am 7. Juli in den Wernigeröder Bürgerpark ein. Das große Kinderfest von 14 bis 17 Uhr steht an. Auf die Besucher wartet ein vielfältiges und vollgepacktes Programm. Habt ihr Lust auf Kinderschminken, Hüpfrekorde, Riesenrutschen, Bastelstände oder einem Glücksrad und noch viele mehr? Dann seid ihr zum großen Kinderfest herzlichst eingeladen. Freut euch schon mal auf einen erlebnisreichen Nachmittag. Jedes Jahr in den Sommerferien gibt es in der Stadtjugendpflege Wernigerode den beliebten Ferienpass für die Sommerferien vom 4. Juli bis 14. August. Auch in diesem Jahr wurde wieder ein buntes, abwechslungsreiches Erlebnisprogramm für alle Schülerinnen und Schüler zusammengestellt. Zum Beispiel eine Kochstunde mit den Profis am 10. Juli von 10 Uhr bis 15 Uhr. Dabei könnt ihr euch von den Experten einige Tricks und Kniffe zeigen lassen, wie man eine super leckere Mahlzeit kocht und auf was man beim Zubereiten von Speisen so alles achten sollte. Momentan ist in der Ausstellungsscheune des Schraube-Museums in Halberstadt eine ganz besondere Ausstellung zu sehen. Glaslichtkunst, Glasgestaltung und Glastradition in Halberstadt zeigt einen kleinen Ausschnitt aus dem großen Schaffensspektrum von Hans Georg und Birk Losert. Am Freitag, dem 12. Juli um 19 Uhr wollen die beiden mit den Gästen ins Gespräch kommen und bei einem Glas Wein über die Frage Glasgestaltung, Handwerk oder Kunst diskutieren. Große Pflanzenvielfalt und allerlei Inspiration für Haus und Garten. Das verspricht die Lebensart 2019 in Aschersleben. Vom 5. bis 7. Juli lädt der idyllische Stadtpark zum sommerlichen Einkaufserlebnis, gepaart mit einem tollen Programm und einer Vielzahl kulinarischer Genüsse ein. 90 Aussteller, Kunsthandwerker und Fachgärtnereien präsentieren neue Trends und Ideen für ihr grünes Paradies. Kunsthandwerkliche Vorführungen und Mitmachaktionen, ein umfangreiches Kinderprogramm sowie ein komfortabler Shuttle- und Depotservice machen die Lebensart in Aschersleben zum entspannten Erlebnis für die gesamte Familie. Die Lebensart ist vom 5. bis 7. Juli täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ton am Dom geht in die 11. Runde. Am 6. und 7. Juli können sich die Besucher wieder auf Keramik, Kunst und Köstlichkeiten rund um den Halberstädter Dom freuen. Mehr als 50 Töpfermeister aus ganz Deutschland erwarten ihre Gäste. Ton am Dom ist einer der Höhepunkte im Schatzjahr 2019. Neben den Konzerten präsentieren die Museen, der Dom und das Theater ihre Schätze und Kostbarkeiten mit speziellen Führungen und Kreativangeboten. Der neue Standort für die Domfeuerskulptur wird präsentiert und erstmalig wird es ein Sonderpostamt geben. Das Highlight wird die Darbietung eines zünftigen Gautschfestes, mit dem das Banner der schwarzen Kunst geehrt und an das Wirken der ersten Halberstädter Druckerei vor 500 Jahren erinnert wird. Feiern Sie mit! 11 Jahre Ton am Dom am 6. und 7. Juli. Johann Wilhelm Ludwig Gleim wurde mit scherzhafter Dichtung von Wein, Weib und Gesang und weiteren sinnlichen Freuden als junger Mann gleichsam über Nacht zum Literaturstar. Mit einer neuen Ausstellung soll jenes Scherzhafte neu bewertet und gewürdigt werden. Alle Interessierten sind bis zum 15. September herzlich eingeladen, sich in den Räumlichkeiten des Halberstädter Gleimhauses einmal selbst einen Eindruck von der scherzhaften Seite der Aufklärung zu verschaffen. Musik.
Fast 100 Jahre alt sind diese Bauwerke und dennoch modern. Zumindest in der Kunst- und Architekturgeschichte bezeichnet die Moderne einen Stil des Umbruchs im 20. Jahrhundert. Nicht alles ist Bauhaus, vieles aber Ausdruck von Zeitgeist und neuer Ästhetik. Auch Halle wurde modern, an herausragenden wie unscheinbaren Plätzen. Im Süden der Stadt stehen Siedlungen wie die am Johannesplatz oder das Lutherviertel für den Wohnungsbau jener Zeit. Genossenschaften waren meist Träger dieser Bauvorhaben. Am auffälligsten und noch heute modern erscheint die Häuserzeile an der Vogelweide, errichtet Anfang der 30er Jahre durch die Kleinwohnungsbau AG. Höfe mit viel Grün, die wie Gärten zwischen den durch Pergolas verbundenen kubischen Baukörpern liegen, lockern die Siedlung auf, die damals noch am Stadtrand lag. Im Stadtzentrum vermittelten Geschäftshäuser wie Pottel und Broskowski oder das Kaufhaus Lewin einen Eindruck modernen Einzelhandels vor 90 Jahren. Das Haus an der Ecke Brüderstraße ist bei den Hallensern als Sportgeschäft Schnee bekannt. 1927 erbaut, zeugt das expressionistisch anmutende Dekor von der zeitgenössischen Haltung der Architekten. Schulen als Ausdruck modernen Bauens finden sich ebenfalls im Süden der Stadt. Die erste nach dem Ersten Weltkrieg errichtete Volksschule entstand 1929 in der Diesterwegstraße. Dem hellen Flachbau entsprechen großzügig gestaltete Innenräume. Etwa zur gleichen Zeit wurde eine der ersten Hilfsschulbauten Deutschlands am Gesundbrunnen geplant. Reliefs des Bildhauers Richard Horn ersetzen künstlerische Akzente an dem Klinkerbau. Ratshof, Arbeitsamt, Sozialamt. Ämter und Behörden gaben sich ebenfalls modern in den 1920er Jahren. Architekt Hermann Frede entwarf im Paulusviertel den repräsentativen Komplex mit steinerner Pergola. Christuskirche, Dreieinigkeitskirche und Lutherkirche sind Zeugnisse moderner Sakralbauten. Anleihen aus der Gotik hat Raimund Ostermeier mit expressionistischen Elementen in der Architektur der Lutherkirche verschmolzen. 1929 wurde das Gotteshaus im Stil der neuen Sachlichkeit erbaut. Die Grundsteinlegung erfolgte am Luthergeburtstag 1928, dem 10. November. Eine funktionale Sehenswürdigkeit gehört ebenfalls zu den Zeugnissen modernen Bauens in Halle. Die Giebichensteinbrücke unterhalb der gleichnamigen Burg- und Kunsthochschule wurde gleich zweimal erbaut, 1927 und nach der Kriegszerstörung 1949. Die Bogenkonstruktion vermittelt einen Eindruck von Leichtigkeit und Eleganz, trotz der mehr als 20.000 Fahrzeuge, die sie täglich passieren. Zwei Tierplastiken von Gerhard Marx symbolisieren das städtische und das früher ländlich geprägte Saaleufer. Eine Brücke vom östlichen zum westlichen Teil der Stadt, wo Mitte der 60er Jahre der Bau der damals ebenfalls modernen Chemiearbeiterstadt Halle-Neustadt begann. Deren Planung lag übrigens in den Händen von Richard Paulig, einem Bauhausarchitekten.